Reporter als ein Fan von Entertainment. Du bist ein enttäuschend schlechter Pseudo-Rapper. Jeder Satz von dir verdeutlicht es, dass keiner deine Fresse sehen will. Und du hast keinen Plan, wovon du redest. Was du erzählst, das lässt mich kalt. Und manchmal schminkst du dich wie ein Panda, Mann, das ist mit dir. Guck dich mal an, aber du bist nicht in der Lage, andere zu kritisieren. Es ist vorbei, jetzt muss ich die Pussy beweisen. Mein Druck steigt, ich schub's dich beiseite. Was hat die akustische Pleite, denen noch in 32 zu suchen? Du versuchst lustig zu sein, doch es bleibt beim Versuchen. Sie sind desinteressiert, weil jeder lässt dich links liegen. Und wenn du mal eine gute Line droppst, dann hat sie Magic geschrieben. Und deine Stimme hat keinen Effekt, also versuchst du es mit Unterpitchen. Du bist wack, Mann, gib die Scheiße auf, nur mit Untertitel. Wie willst du flow? Wenn du lachen nicht mal reden kannst, erzähl doch mal. Du bist Mathe-Student und Legastheniker. Rechne deine Chancen aus, bei dir ist weniger gleich mehr. Verstehst du das? Weil du wirst du keine Formel brauchen. Ich schicke dich direkt in die Logopädie. Wenn du mich fragst, nahm deine Mama in der Schwangerschaft ein paar Drogen zu viel. Und Jota fehlt noch ein Buchstabe, damit er für mich ein Gegner ist. Kein Problem, Jota, hier hab ich noch das W für dich. Wer ist Jota? Erzähl uns statt zu battlen lieber, was ein Haufen Scheiße du auf deinem Hals statt nem Kopf hast. Wat Pott, Junge, Kackstimme und Kackgesicht. Siehst aus, als wenn du in nem Kohlebergwerk aufgewachsen bist. Ich hör lieber Techno anstatt dein Scheiß. Dein Video sieht aus wie ein The Hills Have Eyes Teil. Ich weiß, dass du nichts dafür kannst, doch glaub mir, ein Wunschkind sieht anders aus. Auf dem Splash kamst du extra an, um mir mal die Hand zu geben. Halt dein Maul, wer hat dir erlaubt, mich anzureden? Du hast nichts Professionelles, deshalb stell ich's halt in Frage. Wenn solche Lappen wie du auf so einem Level ein Album haben. For free, und ihr vier habt sogar live drauf. Jeder back auf jeden, und die Mics sind alle gleich laut. Geil, was für ein Hörgenuss, Busy Beats. Ihr wollt erfolgreich sein, aber ihr wisst nicht wie. Und sag was gegen geil wie Sau, ich glaub, das stört kein Schwein. Du bist ein Rapper, ohne Website oder Merchandise. Wie soll man dich ernst nehmen, du sprichst wie entstellt. Niemand will dich hier promoten, nicht mal du selbst. Und irgendwie hilft es auch nicht, wenn der Sound von deinen Videos aus ist. Du bist eine visuelle Beleidigung für meine sensiblen Augen. Und der Schlechteste in deiner Crew, doch dir scheint das nicht auszumachen. Shit, du Freak, wer hat dich rausgelassen? Jota ist ein Fan von Entertainment. Du bist ein enttäuschend schlechter Pseudo-Rapper. Jeder Satz von dir verdeutlicht es, dass keiner deine Fresse sehen will. Und du hast keinen Plan, wovon du redest. Was du erzählst, das lässt mich kalt. Und manchmal schminkst du dich wie ein Panda, Mann, das ist mit dir. Guckt euch mal an, weil ihr seid nicht in der Lage, andere zu kritisieren. Nein!